wieder Orans. Da haben wir mal eine Truhe. Schwere Lederhose, ne? Die könnten wir vielleicht anziehen. Wir müssen uns ja unsere Rüstung sicherlich immer mehr verbessern. Rüstung, Hosen. Schauen, also die sind auf jeden Fall besser. Oder? Ja. Lederjacke. Ja, unsere ist episch. So. Weil hier sind die... Was ich mit diesen Sachen da machen kann. Also ich nehme halt an, dass ich irgendetwas damit ausrüsten kann. Aktion wird nicht möglich, ne? Aber wahrscheinlich... So, und jetzt rüste ich mal die Fallen wieder aus. In der Hoffnung, dass ich die dann auch benutzen kann. Aber wir hatten auch noch ja eben diese Ringe, inkrustierter Silberring. Aktion wird nicht möglich. Ja, also das verstehe ich irgendwie nicht, was wir mit diesen Ringen machen können. Gewebeaufwertung. Okay. Ja, das wurde irgendwie nicht so erklärt, wie man die Sachen aufwertet. Hexer Silberschwert, Zeichen, Langschwert, Schnellzugriff. Ja, da... Vielleicht kommt da noch was. Wie man das genau macht mit der Aufwertung der Rüstung. Du solltest dich hier nicht rumtreiben, Hexer. Ja, das halt die Klappe. Das ist militärisches Sperrgebiet. Also da hoffe ich noch, dass da noch was kommt, weil ich würde natürlich schon gerne meine Rüstung aufrüsten. Muss ich mir aber danach genauer ansehen. Ja, da hinten ist eben diese Tür, die wir aber nicht aufkriegen, ne? Aber das könnte dieser Tunnel oder Durchgang sein, ne? Wo wir hin müssen. Zum Tempel, weil hier kommen wir nicht... Ah! Oder? Nee, hier kommen wir nicht durch. Schauen, ob es vielleicht noch einen anderen Weg gibt. Du solltest dich hier nicht rumtreiben, Hexer. Das ist militärisches Sperrgebiet. Ja, halt die Klappe. Jetzt habe ich es schon 100.000 Mal gehört. Der König bestimmt, was mit euch geschieht. Haben wir wieder eine Pflanze? Oh Götter, Hilfe! Wehe den Besiegten. Ah, hier haben wir noch eine Tür. Ihr zahlt jetzt eine Kriegssteuer. Verschlossen. Gold und Silber auf den Tisch. Und ihr zahlt jetzt eine Kriegssteuer. Wollen wir den Pisser 1 rüber haben? Da ist noch eine Pflanze.
Hilfe! Diese Leute sind unbewaffnet. Scher dich hier weg und misch dich nicht ein. Ihr verschwindet. Sofort. Oh ja, Herr. Los! Herr, wir danken dir. Danke. Seid vorsichtig. Das nächste Mal habt ihr vielleicht weniger Glück. Versteckt euch irgendwo. Ich muss meine Frau suchen. Ich habe gesehen, wie man sie und die anderen zusammengetrieben hat wie Vieh. Viel Glück. Was? Habe jetzt nicht wirklich gesehen, was abgegangen ist. Pechdraht. Und der da? Sammel mal alles ein, ne? Das können wir alles gebrauchen. Und hier ist nichts. Liegt zwar ein Haufen Zeug rum. Haben wir das schon? Das hatten wir doch noch nicht. So. Da waren wir drin, da waren wir, da kommen wir nicht rein, ne? Ja, verschlossen. Sind ein paar Türen verschlossen. Jetzt gehen wir mal da runter. Das Feuerwehr hat eure schwarzen Seelen reinigen. Sprich mit den Anführer der Soldaten. Beeilt euch mit dem Holz! Wer ist denn der Anführer? Befehlshaber. Na los! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit! Okay, dann rede ich mit dem. Du hast hier nichts zu suchen! Lass die Leute in Ruhe. Lass die Leute in Ruhe. Sie sind unschuldig. Das sind keine Leute. Das ist Lavalette Satansbrut. Unkraut, das sich ausbreitet, wenn man es nicht mit Stumpf und Stiel ausrottet, sodass es nicht mehr nachwachsen kann. Verrat verbreitet sich wie eine Seuche. Darum kommt hier keiner lebend raus. Und du? Misch dich da nicht ein. Diesen Leuten wird kein Haar gekrümmt. Ich lasse nicht zu, dass ihr wehrlose Leute ermordet. Was willst du denn machen? Dich töten. Ich habe Zeugen, dass ich dir nicht ans Leben wollte. Feige Sau. Ach so, nee, doch nicht. Schön. Du hast gewonnen. Verschone mich. Ich verschone dich. Raus aus dem Haus. Und Finger weg von den Leuten. Tür freiräumen! Ich werde hiervon Bericht erstatten. Du weißt schon wem. Berichte, wem du willst. Brennt nur ein einziges Haus nieder oder fasst eine Frau an und der König selbst wird von euren Untaten hören. Schauen wir mal da rein.
Da haben wir wieder so eine Tür. Kästchen. Und die ist auch wieder verschlossen, hä? Amethyststaub. Öl, Bechdraht und Leder. Da war ja einiges dabei. Die ist auch wieder verschlossen. Und da ist nichts mehr, ne? Dann gehen wir mal da runter. Was sind denn das für Geräusche? Da scheint irgendjemand eingesperrt zu sein, das ist auch verschlossen. Leute, die war... Es klingt halt danach, als würde jemand verbrennen oder so. Lasst uns in Ruhe! Ihr seid frei. Hab Dank, Herr. Versteckt euch, bis dieser Irrsinn aufhört. Aber wo? Kurzen Moment. Wo sollen sie sich verstecken? Ja, das ist eine gute Frage. Also die Quest hier haben wir abgeschlossen. Jetzt schauen wir mal, ob hier noch irgendwo was rumliegt. Ja. Lumpen und so. Unsere Häuser haben sie niedergebrannt, alles geklaut. Warum, ihr Götter? Sei still, sonst werden sie noch zurückkommen. Valissa. Da hinten ist noch ein Kraut. Ich mach mal Tür. Ich lauf mal von Tür zu Tür, weil... Bringt ja nichts, ne? Ich kenn den Weg ja nicht. Also muss ich alles abklappern und hier finde ich ja eh überall Sachen. Da war jetzt wieder eine Rüstung. Und das war's, wa? Ja, wieder eine verschlossene Tür. Also die sind überall, die verschlossenen Türen. Müssen wir noch schauen. Was es mit denen auf sich hat, ne? Und da ist alles verschlossen, oder? Guck mal. Aber wir können Kräuter sammeln. Wo war das Kraut? Ah ja, da.
Fehlt's was. Fehlt's los. Ja, das ist schon ein lustiges Spiel. So, von da oben sind wir gekommen, also gehen wir da runter. Zurückziehen, rückziehen! Da drüben ist auch noch ein Couch. Habe ich schon gesehen. Aus der Erde gewachsen? Und hier liegt nichts rum, oder wie? Warum nicht? Bitte was? Jetzt kommen wir nicht mehr raus, oder wie? Was ist da los, ey? Viel zu laus. Ja, mach auf, du Laus. Die lassen dich jetzt nicht mehr raus, oder wie? Ja, öffne mal. Wir müssen kämpfen. Er kämpft halt auch durch die Tür, ne? Du Filzlaus, ja. Die wirst du gleich haben, die Filzlaus. Du Filzlaus! Befehle der Soldaten. Aha. Ja, da waren wir noch nicht drin, ne? Was? Öffnen? Also die Tür. Hm. Sieht ein bisschen so wie ein Geheim. Dings aus, so ein Geheimgang. Jetzt wird es da irgendwo weitergehen. Doch nicht. Aber da hinten blinzelt etwas. Und ich komme da nicht hin. Ne, ist nur die Tür. Ja, da komme ich nicht ran. Was soll ich denn machen hier? Auch nicht an das Bücherregal. Ich komme da nicht ran. Das geht mir jetzt übelst auf den Sack, ne? Es gibt gewisse Bücherregale, wo man einfach nicht reinkommt. Ich weiß nicht, ist das ein Fehler? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich ist das ein Fehler, weil das ist jetzt das dritte Bücherregal, was ich nicht nehmen kann. Was? Ah, der Sack.
Wo kommen die denn her? Hier haben wir doch schon alles durchkämmt. Aus der Erde gewachsen? Versperrt den Weg! Bitte was? Zum Tempel. Finde einen anderen Weg in die Hintergasse, ja. Also wir dürfen da sozusagen nicht rein. Verschlossen. Die geht nicht auf. Wer hat mir da den Weg versperrt hier? Da kommen wir nicht rein. Verschlossen. Mist. Da ist aber irgendetwas blinzelt da. Ja, nur? Hatten wir die schon? Irgendwo durch eine Hintertür, ne? Bin ich mir ganz sicher, dass wir da irgendwo... Achso, da waren wir noch gar nicht. Schwere Lederhose, super. Jetzt haben wir einiges an Rüstung gesammelt. Noch mal raus und suchen diesen Weg zum Tempel, ne? Wenn ich nur wüsste, wo ich da am besten hingehe. Das ist die Tür, wo wir vorher eingesperrt waren, ne? Da war gar nichts. Ne? Das bin ich ein bisschen ratlos. Weil da ja überall die Wege versperrt sind, egal wohin man schaut. Überall alles versperrt. Was wird jetzt aus uns? Fragen wir mal die Bewohner. Die haben keine Antwort. Ja, die Tür da hinten, die war ja versperrt, ne? Die konnte ich nicht öffnen. Vielleicht geht sie jetzt auf. Eben. Ich habe keine Ahnung. Da ist dieser grüne Punkt, ne? Also, sie haben uns alles genommen. Zum Glück leben wir noch. Aha. Okay. Also der grüne Punkt hat sicherlich was zu bedeuten. Deswegen schauen wir uns hier genauer um. Ja, wenn... was soll ich denn machen? Wenn sie verschlossen ist. Hier müssen wir auf jeden Fall durch. Aber wie? Was wird jetzt aus uns? Ja, keine Ahnung. Muss mich selber noch zurechtfinden, Leute.
grüner Punkt. Vielleicht muss ich meditieren oder sowas. Sie haben uns alles genommen. Zum Glück leben wir noch. So. Hier bei dieser Tür ist der grüne Punkt. Aber ich habe keine Ahnung, was der grüne Punkt bedeutet. Unsere Häuser haben sie niedergebrannt, alles geklaut. Warum, ihr Götter? Sei still, sonst werden sie noch zurückkommen. Vielleicht müssen wir einen Bericht erstatten oder so. Vielleicht seht ihr euch für euren Verrat verantworten, ihr Dreckschweine. Verrat, Herr? Wir sind einfache Leute. Wir haben mit Politik nichts zu tun. Lavalette hat verloren und nun winselt ihr wie die Hunde. Was habt ihr mit uns vor? Das entscheidet der König. An der Wand aufstellen und Maul halten. Ja, also hier ist diese Tür, ne? Aber wenn ich die nicht aufkrieg, eine Bombe. Soll ich eine Bombe setzen? Rauskommt. Muss ich irgendeinen Zauber wirken? Aha! Ja, gut zu wissen. Na? Gut zu wissen. Aber... So, bevor ich da jetzt weitergehe... Die Götter strafen jene, die Bruderblut vergießen. Könntet ihr uns nicht freilassen, Soldat? Halt's Maul! Jetzt möchte ich nur gucken, ob ich die Tür zum Beispiel auch aufnehme. Nee, okay. Gut, dann gehen wir da mal durch. Die Bruderblutsvergießer, ne? Die lassen wir mal hinter uns. Auch verschlossen. Tod dem Tyrannen! Nieder mit Volltest! Ich bin kein Tyrann. Ich bin kein Tyrann. Ups. Für die Baronin! Die haben eine extrem hässliche Rüstung, finde ich. Da liegen jetzt die Arme rum. Es liegt ja da ohne Arme, ne? Ist schon witzig gemacht. So, jetzt muss ich überlegen.